Doomsday ist sowas wie DayZ für Arme. Hat noch jemand eine RE-Batterie? Nee, die musst du auch selber machen. Also, Andy, wir haben fast nichts. Viele Leute kennen ja wohl MindZ oder MindZ oder so, diesen DayZ-Ableger für Minecraft. Und Doomsday ist quasi eine Eigenentwicklung von den Jungs, die diese P90FB100.net Website erstellt haben. Die haben nämlich damals MindZ irgendwie versucht mal zu verwenden und das war so scheiße, da haben sie kurzerhand einfach gesagt, die programmieren sich ihr eigenes. Und dann haben das ganze Ding dann Doomsday genannt. Ja, es ist ein sehr cooles Plugin. Mach mal eine RE-Batterie, ja. Bitte. Ja, guck doch. Also, kann ich nur empfehlen. Ich kann die nicht anklicken. Kann ich nur empfehlen. Dann mache ich jetzt einfach mal Schleichwerbung für Doomsday. Klar kannst du eine RE-Batterie anklicken. Bei mir geht's nicht. Ich klick die an. Es geht nicht. Ganz ehrlich, was kannst du? Du musst die Lehrer anklicken, ne? Ja, mal gucken. Wenn wir dran denken, packen wir einen Link in die Videobeschreibung, oder? Jo. Wenn wir dran denken. Ansonsten nicht, dann Batterie. P, ja. Also kurz zuhören, P90FB100.net. Ja, okay, so, falls wir vergessen sollten, den Link reinzupacken. Redstone. Wie er heute einfach auf Werbetour ist, ja, ne? Ja, heute bin ich echt voll auf Werbung. Und denk dran, lpradio.de. So, wo ist mein Sand? Andy, willst du ist mein Glas? Oder so? Dein Glas ist hier drin. Mach du lieber, oder? Nee, hier ich drin. Sorry, hier drin. Ich hab das mal alles rausgenommen, ja, weil ich da Platz brauchte. Ja, ich muss mich lieber kraften. Zack, zack. So, ich hab jetzt mein Iridium, das muss ich aber nochmal hier. Ey, das sind so viele Sachen, die man braucht, ne? Und das mit diesem verstreuten Annie, ey, ich werd da voll confused. Warum zerstreut? Verstreut, nicht zerstreut. Mich verarschen, hä? Ach, gar nicht. Zack, zack, zack. Ich wäre doch der Letzte, der dich verarschen würde. Brauchen wir doch gar nicht. Du verarschst dich doch selber immer, oder nicht? Ja. So, jetzt haben wir ein Machine Frame. Das ist allerdings ein Argument. Maschine. Haben wir Nether Bricks? Oder muss ich welche aus dem Nether holen? Oh, Raw Carbon Mesh aus Raw Carbon Fiber. Ich glaube, wir haben keine Nether Bricks, ne? Coal Dust. Haben wir noch Kohle? Ich hoffe, wir haben noch Kohle, denn ich habe noch nicht alles zu Kohlkork gewandelt. Oh, macht mir die RE jetzt voll, Daniel? Die brauchst du nicht voll machen. Glaub in mir. Tja, dann muss ich wohl in den Nether, Freunde. Dann lasse ich mal alles hier, falls ich sterbe. Was machst du im Nether? Ich brauche Nether Bricks. Achso, okay. Ja gut, da kann ich dir auch nicht helfen. Lom-pom-pom-pom. So, also hier in der Kiste. DJ Lom-pom-pom. Also die Kiste ganz am Ende. Lass mal bitte die Finger davon, da ist mein Zeug mal alles drin. Ach, Coal Dust. Macorator. Zack. Das brauche ich nachher zum Bauen. 1, 2, 3. Redstone. Ach, es ist so toll, Tee zu trinken. Ja, sehr gut. Das ist eigentlich das Beste, was man während der Aufnahme so machen kann. Beste ist eigentlich während der Aufnahme gar nichts trinken. Bin ich doof? Ja, du bist doof. Das hätte ich jetzt auch so unterschrieben. So eine Vorlage muss man natürlich annehmen, ne? Klar. Und so eine Machine Frame. Gibt's nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Da muss die RE-Batterie aufladen. Die musst du nicht aufladen. Doch, ich kann sonst keinen Dingsofen machen. Ja, dann schmeiß sie hier in die Bedbox. Wenn du unbedingt laden musst. Annie, hier drüben. Aua, ich hab mir den Finger verbrannt. Ja, mach sofort. Es trifft immer die richtigen. Ein Tora. Moment, ich brauche erst Effekte hier. Ein Tora. Geht ganz allein in den Neta. So. Ohne Cam. Ohne Cam. Annie? Möchtest du ihn dann umbringen? Oder? Ich glaube, das hatte ich für Dienstag geplant. Heute ist Dienstag. Dienstag? Achso, heute ist Dienstag. Ah ja, passt doch. So. Siehst du mal, ich bin schon so verstreut. Gunpowder, ich brauche Kohlpowder. Hat jemand Kohlpulver? Haben wir auch nicht. Oder bestimmt, kann man aus Kohlpulver? Kann man aus Netherstone Bricks herstellen? Weiß für das was, jemand? Für was brauchst du. Achso, für Coal Dust? Wie viel brauchst du? 3 Stück? Komm mal her, Annie. Ja. Die kannst du haben. Ich bin gerade am welchen machen, weil ich den brauche. Ne. Hier, guck. Das ist ein Netherrack. Kann man keine Bricks herstellen, das ist nicht für ein doofes. Oder kann man das doch? Muss man die kann man. Kann man? Ja, klar. Dann muss man die wahrscheinlich im Ofen packen, wa? Weil Ich glaube ja, das war so gewesen. Dann nehme ich mal ein paar Netherbricks mit hier. Netherrack. Metastein. Achso, ich glaube hier, ja, Iridium Ingot. Glas. Daniel, wirf mir Glas zu, bitte. Wie viel?
Wir brauchen sowieso Nethersteine, ne? Hier für den halbes Stack. Magma Crucible, um daraus Lava zu machen. Also von daher nehme ich mal. Kannst du alles mitholen? Nehme ich mal ein bisschen was mit hier. Ja, tut mich sorry, dass ihr das leider jetzt bei mir nicht sehen könnt, aber ihr wolltet wahrscheinlich auch nicht sehen, weil ich dümpel mich hier mit 20 FPS durch den Nether. Ich weiß nicht, was mit meinem Computer los ist. Der ist irgendwie kaputt. Vielleicht muss ich Windows mal neu drauf machen. Oder direkt vielleicht unter Linux. Vielleicht kaufst du dir mal einen neuen. Ja, stimmt, unter Linux. Aber dann wird es mit dem Aufnehmen immer problematisch. Es geht, ne? Weil so. Es gibt auch den H264-Codec, gibt es auch für Linux. Zum Aufnehmen? Mhm. Oder wirklich nur zum Enkodieren. Daniel, was hast du jetzt? Hast du schon alles? Ich hab's auch im Emu laufen lassen. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Wäre mal ein Versuch wert. Hast du schon Advanced Alloy? Ja, hab ich. Okay, dann hast du auch schon Iridient Glass Paint. Nee, Glass Paints hab ich nicht, aber muss mal gucken, was man dafür alles braucht. Dafür brauchen wir auch Iradiant Uranium. Wir brauchen Refined Uranium und dafür brauchen wir einen Uranium-Block und davon brauchen wir Refined Uranium. Haben wir Uranium? Wenn nicht, dann müssen wir in eine Höhle gehen. Nee, geht in den Twilight Forest. Da gibt's Uran. Da gibt's auch, ja, da gibt's die ganzen Erze, auch mehr und so. Ja, Indy, dann solltest du mal losgehen. Rüste dich mal aus, nimm mal eine Spitzhacke mit und dann geh mal Uran abfarmen. Da gibt's nämlich alle Erze. Aber markiere den Punkt, wo das Portal steht. In höheren Konzentrationen. Ja, ist nicht schlecht, weil wir brauchen echt Uran. Uran für Solarpanel, ey. Lade. Finde das voll sinnfrei. Mein Gott, da brauchen wir schon wieder. Alter, wir brauchen Reinforced Glass. Was ist jetzt? Dafür brauchen wir wieder Advanced Alloys. Warum habe ich jetzt nur noch 7 FPS? Ich drehe durch schon wieder Advanced Alloys, ey. Weißt du, wie teuer so eine scheiß Solarzelle ist? Oh, ich hab keinen Platz mehr. Ich brauche eine Kiste, wo ich mal was. Mein Computer geht mir so auf den Sack, Mann. 17 FPS. New Waypoint. Mike, du bist viel Waypoint zu aggressiv. Ja, ich bin full aggressive. Okay. So, ich versuche jetzt mal so ein Netherrack in den Ofen zu schmeißen. Mal gucken, was er macht. Nüscht macht er. Ich meine, das hat aber so irgendwie funktioniert. Ich glaube, wir haben das nämlich mal im Let's Play gemacht, weil wir uns da doch ein Häuschen im Nether gebaut haben. Erinnerst du dich noch? Ja. Genau, und das haben wir aus Bricks gebaut. Ich versuche mal hier einen Macerator zu schmeißen. Mal gucken, was er da macht. Gar nichts. Hier, du wolltest Coal Dust haben wahrscheinlich, ne? Der war ein Macerator. Ich kann gebrauchen. Hier, ich hab den in die erste Kiste gepackt. Alles klar. Ich mach schon wieder das Iron rein, das ist das Problem. Schon wieder zu spät heute, ey. Alter, 3 FPS. Ich bin nichts am Aufnehmen, gar nichts. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Sollst du mal deinen Windhof neu aufsetzen? Dein Windhof? Ja, das soll es ab und zu mal gebrauchen. Ruckel. So, ich brauche Advanced Alloys, also rein damit. So. So, erstmal die ganzen alles klar. Ruckel. Nehmen wir dann wieder mit. Mein Gott, da brauchen wir für eins massig und wir brauchen davon. Ich könnte jetzt auch mal was anderes Daniel, machen. Daniel, kannst du mal schnell googeln, auf welcher Stück, Ebene das heißt ungefähr ist. 18, das ist überall im Twilight Forest. Musst nur die Augen offen halten, das ist so eine grüne Matsche an der Wand. Passt mal auf, Freunde. Ich mach mal Minnekraft mal aus hier so, ne? Na, geh ich jetzt erstmal in die Luft praktisch. Weißt du was? Because they were. Ich schau grad mal, ob wir Uran nicht sogar mit Yuyu Meta machen können. So. Dann starte ich mal den Fit the Beast Launcher, starte ich mal neu. Ja, Mike Enderperlen können wir auch machen. Herstellen? Mit Yuyu Meta. Sehr gut. So steht es zumindest hier. Es ist ein Cracktech-Rezept. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Ja, Cracktech macht ja eigentlich nichts anderes als die Rezepte, die es sowieso schon gibt, verkomplizieren. Mehr macht Cracktech ja nicht. Nikolit, Rubin, Zink, Dust, Lead, Dust, Platin, Dust, Titanium, Dust. Titanium, Gas. Da gibt's auch Blutön. Invalid Username und Password, sagt er mir jetzt beim Login. Will er mich verarschen? Okay, nee, Uran können wir nicht herstellen. Andy, musst du weitergesuchen. Schade, Banane. Ey, wir haben hier doch 64 Uran sogar. Kann ich wieder zurückkommen? Das ist schön. Ja. Wir haben hier 64 Uran in der Kiste, Username or Password. Kannst du das drauf, oder was? Invalid Username or Password. Hat mir jetzt einer meinen Minecraft das hat er mir aber auch geklaut, oder was?
Das wurden doch immer, darüber macht man keine Scherze. Doch, darüber mache ich jetzt, darüber, wenn mir das egal ist, dann hole ich mir einfach wieder und fertig. Invalid username or password, lol. Tja, Mike, hast du wohl erstmal so ein Päuschen. So, scheint so, ne? Das ist auch kein... Andy, ich brauch eine aufgeladene RI-Battery. Kannst du eine machen? Eine RI-Battery? Mach mal bitte eine. Wir brauchen die, weil wir Uranium herstellen müssen. Also Reinforced Uranium. Und dafür brauche ich leider eine Charged RI-Battery. Alter, so ein Advanced Solar Panel ist ganz schön teuer. Was bringt denn das so an Energie? Advanced Solar Panel. Feed the Beast. Komisch, aber bei Minecraft so, Netz kann ich einloggen. Komisch. Unlike the solar panel, bla bla. 10. You didn't get the uranium from UU Matter, bla bla. Wo machst du den voll, Daniel? Das macht nur 8 EU pro Tick. Hä? Wo machst du die voll? Hast du schon eine gemacht? Hier in die Bedbox. Einmal einlegen. Bla bla, na wo ist er denn? Ja. Login so. Bei Mojang. Und jetzt nimmst du die raus? Da scheint wohl was mit dem Feed the Beast nicht in Ordnung zu sein. So nimmst du die raus in den Kompressor hier unten rein. Unten rein. So, oben Uranium. Dann kriegen wir Reinforced Uranium oder raus. So, und ich lerne mich jetzt erstmal aus. Mal gucken, wie viel die pro Uran also, verbraucht. Also, ihr solltet Battery. Jetzt besser nicht ausloggen oder so, weil anscheinend ist da ein Problem mit Feed the Beast. Dann hätten wir ein echtes Problem. Dann könnte man nicht mehr aufnehmen. Das ist ein wenig doof. Ja. So, Refined Uranium. Annie. Wenn du dir die Advanced Solar Panel nochmal anschaust, das Irradiant Glass Panel, ne? Da bin ich jetzt gerade dabei, das zu machen. Ja. Könntest du dich mal um das Reinforced Glass bemühen? Ich gebe dir mal die Advanced Alloys, die ich habe. Und dann kannst du da mal... sofort. Die liegen da neben dir und dann kannst du ein paar machen. Ich lade mal von dem Reinforced Glass. Wir brauchen von dem Reinforced Glass insgesamt 18 Stück. Das heißt, wir brauchen insgesamt 36 Advanced Alloys und du hast gerade 12. Das heißt, du müsstest mal noch ein paar machen. Ich werde mal noch ein paar das machen. Das ist ja mal voll doof. Mach mal ein paar. Und, oh Gott, wie viel von den Dingern brauchen wir? 18 Stück. 18 Reinforced Glass. Naja, ich brauche nur 2, ne? Wie, du brauchst nur 2? Nee, ich brauche dann noch wir brauchen 4. 18 Stück. Das heißt, ja, da brauchst du noch 4 Advanced Alloys. Nee, du brauchst 2 pro Ding und wir brauchen 18 Stück. Ja, und aus 1 kommen 7. Wie? Aus einem also ein Reinforced Glas. Craften kommt 7 Dinger. 7 Reinforced Glas. Ja. Ja, das ist natürlich fett. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, da kommt nur 1 raus. Dann mache ich dir mal noch ein paar Advanced Alloys, ne, wenn hier das Uran durch ist. Das wäre. Nee, brauchst du nicht. Habe ich noch. Eigentlich müsste es jetzt gehen, oder? Ich probiere direkt. Vielleicht sind ja auch die Minecraft-Login-Server nicht in Ordnung. Könnte natürlich auch sein, ne? Kann alles sein, ja. Ist aber ein bisschen scheiße jetzt. Naja, was willst du machen? Kann ich nichts für. Zack, zack. Bist du sicher? Also schieb dir das jetzt in die Schuhe. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Tea Party! Arctos LP Tea Party. Annie, was hast du? Meine 18 Reinforced Glass. 21. So, pass auf, was ich jetzt noch brauche dann, ist das Iradium und Uranium. Hier hast du ein bisschen Refined Uran. Und ich brauche das, also wenn du beim Solarpanel guckst, ne, beim das Irradiant Uranium, das heißt Glowstone, das wäre nicht schlecht, wenn du Netagis Glowstone holst. Because we Solar. Have a little bit too less. Scheint wohl nur viel zu beast zu sein. Normales Minecraft geht. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Feed the Beast Launcher mal neu gestartet? Okay. Wir können Java mal trotzdem mal komplett raushauen, mal schauen, mal komplett alles beenden, so mit Java und so. So, also wir brauchen insgesamt... Ist natürlich jetzt eine Scheiße, ne? Wie viel brauchen wir jetzt von den, Ich hab dir 5 zugeworfen, ich glaube, wir brauchen 6. Das heißt, ich werde noch...
dir noch einen Uran machen. Ich lass mal noch ein paar da drin, die kann man glaube ich noch öfter gebrauchen. So. Tin. Hast du Glowstone, Annie? Ja, erstmal ein bisschen. Das war nicht genug. Schön die Lampen weggenukt, ne? Naja, man soll es ja erstmal einfach machen. Muss ich jetzt echt einen Nähter? Ja, wir jetzt erstmal schlafen, Daniel. Okay. Schlafen. Jo. Mike, bist du irgendwo in der Nähe vom Haus oder bist du im Nähter? Mike ist nicht. Achso, der online. Ist gar nicht online, stimmt. Ich bin schon. Oh, ja, ja, es ist gut. Ich klatsch für dich mit. Lass die Eier baumeln. Es ist schon spät. Alter, der hat schon die ganzen Lavazellen aufgefressen hier, ne? Mann, das geht mir um den Sack. Jetzt kann ich nie einloggen, ey. Jetzt sagt er mir ständig hier invalid username und password. Also das letzte Mal, ne? Also das hatte ich auch. Dann habe ich mir ein neues Passwort zuschicken lassen, habe neu, also Account alles neu gemacht, praktisch. Ja, dann ging's wieder. Ja, ich kann ja nochmal alles Minecraft und auf die Mojang, auf der Mojang Website und so, das geht ja auch alles. Geht nur mit Feed the Beast nicht. Das ist ein bisschen echt merkwürdig. Ich will weiterspielen. Let's search Glowstone. Oh Gott. Ja, Andy, geh du mal Glowstone searchen. Ich schau mal, was ich hier noch machen kann. Ich wollte eigentlich kurz gucken, ob wir irgendwo Lava zählen. Oben ist Glowstone. Wie komme ich da hin? Nach oben graben. Also würde ich dir jetzt spontan empfehlen. Ja, nach oben graben. So, ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal aus. Diese Advanced Solar Panels, die produzieren immer noch nur 8 EU pro Tick, ne? Das heißt, es würde schon Sinn machen, daraus noch ein Ultimate Hybrid zu machen. Mhm. Aber dann brauchen wir halt echt viele Mats, die wir noch nicht haben. Auch die normalen Hybrid Solar Panels machen. Davon brauchst du... Achso, da gibt es noch eine Zwischenstufe. Oder so, von den zweithöchsten jetzt. Hybrid Solar Panel, 8, die könnten wir sogar machen. Stück brauchst du davon und dann musst du rundherum... Die könnten wir sogar machen. Dann machen wir eine Hybrid Solar Panel. Ich schau mal kurz, wie viel wir da rauskriegen. An EU pro Tick. 64, das hört sich schon besser an. Aber 8 ist echt ein bisschen mau, ey. 8 lohnt sich ja gar nicht, die aufzustellen. Ja. Also die soll ja erstmal primär nur den Mass Fabricator füllen, weißt du? Damit wir da viele Iridium-Platten rauskriegen in Form von Yu-Yu Matter. Das ist erstmal das, was es tun soll. Also Freunde, versuche ich mal weiter. Vielleicht komme ich ja doch irgendwann mal Invalid Username und Password. Und im Forum von Feed the Beast steht auch irgendwas. Oh, Moment. Feed the Beast Fix. Da gibt es einen Fix. Oh. Annie, wie sieht's aus? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Okay. Oh Gott. Ja, ja, lass es raus. Alles raus, weil keine Miete zahlt. Genau. So, ich glaube, hier war ich auch noch irgendwo bei einem Schritt stehen geblieben. Advanced Solar Panel, Irradiant, Reinforced. Genau, ich brauche noch Carbonplatten und Advanced Alloys. Ich habe doch die Stufe schon, oder? Ja. Okay, Advanced Alloys. Wie viele? 4 Stück habe ich, glaube ich, noch gehabt hier irgendwo. Ja. Genau, 4 Stück. So, dann brauche ich noch ein bisschen Coal Dust. Oh Mann, ey. Ist doch alles doof. Ist doch alles doof. Das ist echt ein bisschen doof. Aber was willst du tun, ne? So, und wo musst du das jetzt rein? Ach. So, so, im Kompressor. Okay. Machen wir.
So. Mike, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben nämlich keine Kohle mehr. Ja, ihr habt ein Problem. Kann ich nicht. Kohldust auch aus. Scheiße! Kann ich Kohldust auch aus Holzkohle machen? Weißt du da zufällig was? Nee, das geht nicht. Da machst du richtige Kohle. Staub dann raus, also Charcoal Dust. Scheiße. Ja. Dann habe ich jetzt ein Problem. Nämlich nur noch Kohl Coke. Was meinst du, soll ich mir wirklich mal ein neues Passwort zusenden? Weiß nicht, vielleicht bringt es dir. Also bei mir hat es funktioniert. Ja gut, Pechvogel. Jetzt machen wir hier vielleicht noch irgendwo ein bisschen Kohle. Was ist das? Ja. Ich will Kohle nicht aus Yu-Yu-Meta machen müssen, ey. Das ist echt. Ach, da ist noch welche. Och, Gott sei Dank.